Hallo, einen wunderschönen guten Tag bei Schockt. Ich wage mich heute wieder an ein Slender-Mod. Und zwar ist es Prism. Ja. Wir wollen mal gucken. Mein persönliches Prism Break. Oh, das ist aber ein grafisches Update. Jetzt habe ich meine Hand im Bild mit einer kleinen Taschenlampe. Flashlight, alles wieder klar. Ich hoffe, dass es diesmal wieder knispelt, wenn das Slenderman kommt. Das ist aber schon jetzt, das ist schon mal... Ich drücke die Maustaste, um Licht anzuhalten. Das ist aber schon mal jetzt ein Update im Gegensatz zu den anderen. Ich denke, ich muss wieder Seiten suchen. Prison! Prison! So, wir gucken mal. Es sieht alles noch relativ entspannt aus. Wir wollen mal wieder Lampe sparen. Was ist das denn? Okay, wir gehen einen anderen Weg. Nein, natürlich nicht. Ihr guckt zu und ihr wollt ja sehen, was da so in diesem Tunnelschacht... Hier hat Nicolas Cage The Rock gedreht. Da liegt eine Taschenlampe. Oh, man kann jetzt wahrscheinlich wieder seine Taschenlampe auffüllen. Das finde ich sehr gut. Naja, kann man wohl nicht. Also das ist ja wirklich mal jetzt echt übel. Leute, soll ich den Gang nehmen oder den Gang? Was für eine Frage, wir nehmen den Gang. Aber wir machen die Taschenlampe an. Es ist wirklich so, dass der Slenderman wieder unterwegs ist und mich halt hier fangen will. Das wirkt hier so ein bisschen verlassen alles und ich weiß nicht mal, wo ich hier Seiten finden soll. Es gibt ja bei anderen Slender-Mods immer so Haupträume, sage ich mal, wo man dann diese wunderschönen Zellen an die Wand gepinnt sieht, aber hier muss ich jede Zelle durchleuchten. Es gab eine Revolte. Und kein Knasti ist mehr da. Muss ich hier Taschenlampen sammeln oder was? Ich würde sie hier gerne aufnehmen, aber ich weiß nicht. Zoomen geht nicht. Kann ich denn laufen? Egal. Es sieht aus, als wenn wir in irgendeinem futuristischen Gefängnis wären. Wenn es jetzt russisch, japanisch oder so ist, entschuldige ich mich dafür. Aber... Oh, da liegt wieder... Hier war ich ja schon. Na, wollen wir mal gucken. Wir schleichen uns hier ein bisschen durch die Korridore. Ich weiß nicht, ob ich Taschenlampen... Hier liegen verdächtig viele Taschenlampen. Aber... Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Vielleicht, wenn meine alle ist, kann ich mir da neu... Ja gut, die Taschenlampen, das sind richtig fette Maglights. Und ich habe hier meinen kleinen... Autoaufmacher. Richtig gut. Aber... Wir gucken jetzt mal hier in das Badezimmer. Oh, das sieht aus wie das Loch. Jeder kennt das Loch. Ich habe etwas gefunden. Oh, jetzt geht's los mit der Soundkulisse. Das ist Unterhosenfärbungsgrad 1. Ist natürlich ein bisschen fies, aber wir gucken jetzt mal, wie es hier so weitergeht. Wir gehen raus aus dem Loch. Es kann ja jetzt sein, dass Slenderoni, mein alter Kumpel und mein ebenwürdiger Widersacher, jetzt anfängt... mir den Gar auszumachen. Oh, es ist aber auch wirklich mies. Also man sieht ja auch, ich möchte am liebsten jetzt hier nur stehen bleiben und die ganze Zeit mit meiner Lampe den Raum ausleuchten. Wir gehen einfach mal weiter, weil uns kann ja nichts erschüttern. Wir sind beinhart. Oh, jetzt stolpert Heiko im Offen über Flaschen. Oh, was ist das? Kann ich auch rennen? Ich kann auch rennen, das ist sehr gut. Ich würde jetzt gerne noch einen Zettel finden. Das ist immer dieses Pochern, dieser Heartbeat. Der ist sehr unentspannt, sag ich mal. Oh, hier ist sowieso Licht. Das sieht wieder aus wie ein Loch. Aber, es, das ist jetzt mies. Das ist jetzt mies. Wir gehen einfach mal weiter. Wir gucken uns das mal an, wie dieses Ganze hier aussieht. Ich finde, die haben es ja relativ gut. So hier, jede Zelle richtig schön hier. Villeroy Boch. Rost hätte man ein bisschen wegmachen können, aber... Das sieht aus wie bei mir zu Hause auf dem Gäste-WC, wenn ich eins hätte. Wo soll ich lang gehen? Ich gehe einfach mal hier lang und zwar, da ist das Licht näher dran. Ich spare keine Taschenlampe. Da sind wieder diese Schriftzeichen, die wahrscheinlich nichts aussagen. Noch bin ich relativ guter Dinge, denn, was ist das? Man kann hier nicht durch Türen gehen. Ich versuche mal hier irgendwie durch eine Tür zu gehen. Das geht nicht. Aber die ist hier irgendwo, hier vielleicht? Liegt hier was auf? Ah, der zweite Zettel. Das heißt aber auch, die Atmosphäre wird gruseliger. Wie soll man hier denn wegkommen, wenn der Typ... Hey, hey, hey! Oh, oh, oh.
Meine Fresse, da stand er. Wie komme ich denn da jetzt raus? Vorbeirennen. Der ist weg. Oh Mann, ey, dieses Spiel, das raubt mir den letzten Nerv. Es muss doch hier irgendwo... Da ist er. Das war jetzt nicht ganz so schocki. Ich habe ihn nämlich früh genug gesehen. Aber wenn ich jetzt da rumgehe, müsste er eigentlich... Ist das jetzt wieder dieses... Es ist wieder dieses Rauschen. Ich muss mir einen anderen Weg suchen. Denn... Nee, es ist kein Rauschen. Ist das jetzt natürlich so? So, sammeln wir uns wieder und gucken mal. Ah, das sieht gut aus. Also, es erinnert mich so ein bisschen von der Atmosphäre so an Manhunt. So, es ist so, wer Manhunt gespielt hat, kennt das. Sehr gutes Ding. Rockstar Games auch mal gemacht. Aber wir sind jetzt hier bei Slenderman Prison. Prison! Ja, da ist er wieder. Ich muss hier irgendwie jetzt mal die ganzen Zettel, jetzt ist er weg. Da ist ein heller Raum. Vielleicht haben wir... Da ist ein Viander! Wo ist meine Taschenlampe hin? Oh, scheiße. Jetzt habe ich die Taschenlampe nicht mehr. Das heißt laufen. Da ist wieder so ein Raum. Da können wir bestimmt... Da geht's nicht weiter. Geht's da weiter? Oh, das ist jetzt aber richtig mies, ne? Man sieht hier... Ich möchte wieder... Oh, Mann. Die Taschenlampe ist jetzt aus. Aber auch Slenderman... Ah, da ist sie wieder. Meine Taschenlampe, das ist der beste Freund. Yeah. Der beste Freund, den man hat. Ich habe 3 von 8 Zettel. Das ist schon mal der Hit. Ich habe ja bei, Oh nein, was ist das denn jetzt? Oh, oh. Ich habe ja in der... Ich komme gar nicht drauf jetzt. Ich bin... Warum fällt denn jetzt das Licht aus? Das sieht auch fies aus. Ist das der Hof? Sie haben Ausgang. Kann man hier irgendwie durch die Fenster hüpfen oder so? Man hat ja... Ich habe in dieser Nervenheilanstalt 7 von 8 Seiten gesammelt. War ich sehr stolz drauf. Ist allerdings atmosphärisch nicht so der Overkill wie hier. Denn wenn mein Kumpel Slander hier irgendwo in der Ecke steht... Oh. Ja, es sitzt alles noch. Ja, wer Bock hat auf ein bisschen Nervenkitzel, der sollte auf jeden Fall Slenderman Prison spielen. Das hat auf jeden Fall den ich scheiß mir in die Hose Faktor 8 von 10. So. Bei mir ist es jetzt zu spät. Ich gehe mal kurz Windeln wechseln. Tschö. Ich hoffe, dir hat diese Folge von Shocked gefallen. Und wenn du noch weitere gruselige Spiele kennst, dann poste es doch unten in den Kommentaren. Ich werde sie sicherlich anzocken. Ja, und wenn du weitere Shocked-Episoden sehen möchtest, dann guck doch mal hier. Oder hier. Ja. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei weiteren Folgen von Shocked und dranbleiben.